Creative Commons by NC, ND, SA. Es gibt 4 mögliche Auflagen, die sich in den CC-Lizenzen kombinieren lassen. Trotzdem gibt es nur 6 Lizenzen, obwohl rechnerisch ja mehr Möglichkeiten denkbar wären. Warum ist das so? Wir klären auf in diesem Video mit dem lehrreichen Lizenzmodulator. Wir haben da mal was vorbereitet. Das hier ist der lehrreiche Lizenzmodulator. Mit ihm können wir die unterschiedlichen Bausteine, die Module einer CC-Lizenz miteinander kombinieren. Wir sehen als erstes hier ein Modul, nämlich by, die Namensnennung. Und die kommt tatsächlich in jeder der 6 CC-Lizenzen vor. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist hier fest im Lizenzmodulator verankert. Und das ist auch gleich die erste Lizenz, die es tatsächlich gibt. CC by Namensnennung, eine der deutlich einfacheren Lizenzen unter den 6 möglichen. Da schalten wir jetzt mal ein weiteres Modul hinzu. Wir fangen mal an mit dem Modul ND, keine Veränderungen. Das heißt, die Lizenz würde jetzt heißen CC by ND. Die gibt es auch tatsächlich. Wir haben damit schon eine 2. Lizenz gefunden. Sie besagt, Namensnennung ist Pflicht, keine Veränderung ist eine Vorgabe, die man bei dieser Lizenz einhalten muss. 3. Lizenz, auch die gibt es wirklich, CC by SA, also Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Diese Lizenz ist unter anderem berühmt, weil sie die Lizenz von Wikipedia ist. Diese Lizenz, haben wir jetzt gesehen, schließt sich hier hinten mit dieser Lizenz aus. Man kann nicht gleichzeitig im Lizenzmodulator die SA-Auflage und die ND-Auflage sichtbar machen. Diese beiden Lizenzmodule sind also nicht miteinander kombinierbar. Warum ist das so? Das ist logisch gar nicht so schwer zu erklären. Diese Auflage hier sagt, wenn du Veränderungen vornimmst, dann musst du dein neues Werk unter der gleichen Lizenz weitergeben. Diese Auflage sagt, du darfst keine Veränderungen vornehmen. Also keine Veränderungen, wenn du Veränderungen machst. Keine Veränderungen, wenn du Veränderungen machst. Damit schließt sich das gegenseitig aus. Wenn ich keine Veränderung machen darf, muss ich mich auch nicht darum kümmern, wie ein verändertes Werk lizenziert wäre. Das heißt, es gibt keine CC-Lizenz, in der SA und ND gleichzeitig auftaucht. Damit haben wir also 3 Lizenzen gefunden. CC BY, CC BY SA, CC BY ND. Das sind 3, es gibt aber insgesamt 6. Das ist aber jetzt relativ einfach. Es gibt nämlich diese 3 Lizenzen nochmal jeweils mit der zusätzlichen Auflage nur zu nicht kommerziellen Zwecken, NC, versehen. Also CC BY NC SA oder CC BY NC ND oder CC BY NC. Es gibt also 3 Lizenzen und nochmal die gleichen Lizenzen jeweils mit der Auflage NC dazu, insgesamt 6 Lizenzen. Das ist schon das Geheimnis, warum es insgesamt nur 6 logische Kombinationen zu den CC-Lizenzen gibt. So funktioniert der lehrreiche Lizenzmodulator. Den haben wir selbst gebaut und das kann jeder, jede andere auch. Wir haben dafür die Anleitung und den Bausatz zum Download auf unserer Website. OER erklärt sagt für heute Danke und Tschüss.